Werde ich entbannt? Ich bin eine Kartoffel, entbannt mich. Ich gifte da noch 50 Subs. Der ist doch, Digga, da, also das ist doch nicht normal. Da verstehe ich keinen Spaß, bin das gebannt. Unbann-Requests. Fangen wir an mit dem ersten. Wette, 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 Wette. Hi, Prime. Ja, lol, Watcham, du fetter HS. Ah, hallo, kann ich gebannt werden? Ich will bannen. Wurde gebannt. Ist gerade vor 3 Minuten passiert. Ist vor 3 Minuten passiert, Digga. Also, das ist ja mal komplett lost, Digga. Deny. Dem geben wir keinen Anbann. Okay, was haben wir hier? Wetten, ob du stirbst oder nicht. Du bist unser Sklave, du stinkst nach Kot. Guck dir mal das Video an, wo Exe seiner Freundin mit dem Messer bedroht. Guck dir das Video an, wo Exe seiner Freundin. Mods, nehme ich mal bannen, damit ich Entschuldigungsbeantrag stellen kann. Ja. HS, ja. Anbann ist Sub, ist Pay-to-Win-Gesellschaft hier, klar. Hat 50 Euro gespendet, hat 500 Euro gespendet. Deny. Spende 50 Euro. Wirklich? Dann unbannt. Klares Ding. Ah, okay. Hanna ist 13. Ah, einfach um 0.46 Uhr. Revi, du bist ein richtig ekliger Schlutscher. Nachdem sie vorher ganz normal im Chat mitgeschrieben hat. Aus dem Nichts kommt die daher. Danke, wird angebannt. Natürlich, komm zurück. Klar. Brauchst nur Content, machst du einfach gar nicht. Doch, ist gerecht. Unnötig einfach aufhören. Bannt mich mal. Ihr wollt euch wundervolle Mods mal testen. Habt gute Arbeit geleistet. Aber please. Ach, hier unten steht der Bann. Aber please wieder entbannen. Test bestanden. Jalla, der ist nicht dabei. Moin, Hashtag Werebunk. Insta Nico Gamer 1905. Sorry, war für einen Freund und ja, war betrunken und das war mein Bruder. I'm sorry. Der war alles. Also erstmal war es für einen Freund. Dann war es sein Bruder und er selber war auch währenddessen noch betrunken. Den müssen wir anbannen. Bitte krieg deinen Alkoholkonsum in den Griff. Danke. Der kann zurückkommen. Es passt schon. Revis Eier sind... Der hat sich extra einen Account gemacht. Mit Revis Eier sind klein. Was geht? Was geht? Moin! Nicer Stream. Was geht bei dir so? Und dann wurde er gebannt, weil er geschrieben hat, eine Vive ist fett. Und dann steht da unten, das war nur ein Witz. Anbann. Du hast recht. Vive ist fett. Unbanned. Ja, donated hier wieder so Fake-Donuts reingeschrieben. Also ja, ich habe das auf TikTok gesehen und habe jetzt Spaß daran. Hey, also könnt ihr mich entbannen, aber ich kann noch einen neuen Account erstellen. Just kidding, bist du dumm? Also ja, ich werde es nie wieder tun. Ab dafür, Digga. Raus. Junge. Raffel, hi. 1 hat 1 Euro gespendet, wurde gebannt und dann wurde er nochmal komplett gebannt. Und dann schreibt er einfach nur, Bruder muss los. Deny. Hey, wollte nur gucken, wie schnell ihr antwortet und reagiert. Ihr wart bisher die schnellsten Mods von allen Streamern, bei denen ich das gemacht habe. Unburn. Okay, komm zurück, meine Guter. Komm zurück in den Chat. Du bist voll lost, Alter. Tramax ist besser als du. Du bist nicht lost, aber du bist lost. Lost, du bist voll lost, Mann. Kannst lost, Mann. Sehr, sehr lost, Alter. Lost, Mann. Du bist einfach lost. Bist lost als Tramax. Lost, die so lost. So lost, Alter. Du bist lost. Ich habe noch keinen gesehen, der so lost ist wie du. Lost, lost. Lost, die. Oha, wie lost du bist. Sorry, habe mich in meine Wortwahl vertan. Sorry, ich mach. Mann, manchmal ist nicht ernst gemeint. Dein Hund ist sehr süß. Sorry nochmal. Hove, du verzeihst mir, ich komme nie wieder vor. Der hat sich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Mal! 20 Mal hat er sich in seiner Wortwahl! 20 Mal hat er sich in seiner Wortwahl vertan! Der hat sich vertan mit F! Nochmal mit 2L? Den brauchen wir in der Community. Komm zurück. Jetzt bannt mich, ihr Kartoffelhund, los, die Hurenkartoffel, Hurenkartoffel. Kommt nochmal zurück mit der Fake. Werde ich entbannt? Ich bin eine Kartoffel, entbannt nicht. Ich gifte da noch 50 Subs. Das, den merken wir uns. The Real Relaxo. Ich gebe dir, bis dieses Video raus ist, 3 Tage Zeit. Ich merke mir deinen Namen. 50 Subs von dir, Digga. 50 Subs und du wirst entbannt. 50 Subs und du wirst entbannt. Ich entbanne dich jetzt. Du hast 3 Tage Zeit. Pay to win, klares Ding. Hey zusammen, ich habe mir das sehr lange Zeit dazu geschlossen, einen Entbannungsantrag zu stellen. Ich habe mich damals einfach sehr falsch verhalten und einfach noch zu naiv. Ich denke allerdings, dass ich jetzt das Alter gekommen ist, um auch zu verstehen, wie nervig es ist, wenn man Eigenwerbung macht. Ich schäme mich auch teilweise. Eigenwerbung ist die zweite Chance bekommen und trotzdem noch... Ja, Digga, komm zurück, mein Guter. Kannst du mich hosten, Bro? Ich streame mit einem Zuschauer. Aber wenn nicht, ist alles gut. Sorry für Eigenwerbung, tut mir wirklich leid. Ja, komm. Eigenwerbung kann ich noch nachvollziehen. Ist ein... Hey.
Ja, B-Kurve oder nur Deutsch-Englisch-Kurve. Kurve. Kommt rein, bei mir ist besser. Wollte lustig sein, war ich nicht, sorry. Real Talk. Kommt alle zu Nina, Girl Lul hat besseres Stream. Tut mir leid, ich mache keine Werbung mehr. Nein, ab dafür, du bist raus. Revi, löch dich bitte. Die sind doch schizophren, die Leute. Die sind doch wirklich schizophren. Revi, löch dich bitte. Und dann schreibt er, weil Revi der Beste ist. Hier ist doch, Digga, da, also das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, Digga. Das ist mit ihm. Diamanten-Steve! Folgt mir auf Insta, danke. Hallo, ich wollte OB fragen, ob ihr mich entbannen könnt. Ich habe daraus gelernt, wer es nicht erneut truhen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Diamanten-Steve, du bist raus. Du bist raus, Diamanten-Steve, du bist raus. Ist schon eine Weile her, um echt zu sein, weiß ich nicht mehr, wofür ich gebannt wurde. Jedenfalls entschuldige ich mich. Das ist ehrlich, Digga, er weiß nicht, was los ist. Komm zurück, mein Guter. Ich weiß doch nicht, wie lange es her ist, aber ich würde den Chat gerne wieder teilnehmen. Ich entschuldige mich für das, was ich geschrieben habe. Komm zurück, Junge. Schaut mal bitte bei meinem Papa vorbei. Er ist noch klein und er würde sich freuen. Er heißt Basen Voltus-Vibe. Mach mal weg den Schmutz, das ist ja frech. Ab dafür, raus. Ich wusste, dass ich keine Links in den Chat schmecken durfte, außer war das Werbung für Revinzer-Kanal leider nicht vorkommen. Entschuldigt. Ist es eine Werbung für meinen Kanal? Tatsächlich, Digga, das ist wirklich eine Werbung für meinen Kanal. Ja, komm, Anban. Komm zurück, mein Guter. Was hat er hier gemacht? Der hat hier einfach irgendwie ganz kryptische Sachen in den Chat geschrieben. Es tut mir wirklich leid, dass ich in den Chat gespammt habe und ich versuche, dass es nicht wieder vorkommt. Habe eingesehen, dass mein Verhalten falsch und kindlich war und dass es nicht lustig ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich möchte nochmals entschuldigen. Grüße, Nick Gamer 25.007. Komm zurück, Bro, Nick Gamer. Du bist herzlich willkommen. Guckt alle. The Guy Jojo. Es tut mir sehr leid, dass ich so dumm war und Werbung gemacht habe. Es war echt sch. Entbannt mich bitte. Nee, ich hasse den Namen von dir. Ich spende dir 5 Euro und du kaufst mir 5.000 Euro Gaming-PC, okay? Warum wurde ich gesperrt? Die anderen Nachrichten waren Jock und ich bin Revi-Fan. Was wurde ich geschrieben? Verboten, ich mache es nicht mehr, Sri. Omatra wurde von Amaga killed. Töten. Kauf mir mal bitte einen PC. Sei nicht so geil. Du hast über 400 Immobilien. Ich habe über 400 Immobilien, Digga. Ach so. 400 Immobilien habe ich. Du hast leider das Wort Immobilie falsch geschrieben. Da verstehe ich keinen Spaß. Du bist gebannt. Abonniert Kackhaufen LP. Ich wusste nicht, dass man keine eigene Werbung gemacht wird. Jetzt weiß ich es aber. Kackhaufen LP for the win. Digga, Kackhaufen LP darf wieder schreiben. Pornhub.com. Wollte nicht. Er schreibt den Link hier rein. Wollte den hier nicht reinkopieren, sorry. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Glauben wir diesem Bruder diese Geschichte? Vielleicht wollte er sich wirklich während meinem Stream einfach mal kurz einen Digga. Man weiß es ja nicht. Oh, Digga. Ja, Digga, komm, der darf zurückkommen, Alter. Was? Kannst du mich grüßen, bitte? Mein YouTube Philipp Waxi. Monte hat mich angestiftet. Sorry, ich wusste es nicht. Monte hat also zu dir gesagt, Bro, dass du deinen YouTube-Namen in meinen Chat schreiben sollst? Das ist so? Das ist ja verrückt, Digga. Na gut. Schande über Monte dann. Komm, Anban, zurück mit dir. Ist reich genug und schaltet alle 5 Minuten Werbung. Hab Twitch-Vertrag nicht gelesen. Finde es sehr traurig, mir sowas für bannen. Es tut mir leid, Deutschland meine Meinung nicht frei äußern. Auf schönen Abend noch. Ach, Digga, da kann zurückkommen. Wie heißt Revis Cutter auf Twitch? Nee, nach Thomas' Namen fragt man nicht. Das macht man nicht. Mm-mm. Was für ein Der schreibt hier die Rust-IP rein. Und in einen Bannungsantrag schreibt er rein, die neue IP ist. Digga, was für ein dummer Ab dafür, Kollege. Ja, Leute, das sind jetzt normale Bannungsanträge, Leute. Ich würde sagen, den Rest dürfen die Mods gerne machen. Es war auf jeden Fall absolut arschfunny, Digga. Wirklich sehr, 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 sehr geil. Wir machen nochmal ein zweites Video, würde ich sagen. Absolut geil, wie verloren die Leute hier sind. Wirklich, das ist absolut verrückt. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, Däumle nach oben. Haut da rein, euer Newstime. Und wieder schauen. Ja, reingehauen.